Was passiert in dieser Folge und ganz herzlich willkommen, meine ganze geile, liebe Community. Ich liebe euch alle selber, die Besten. Auf jeden Fall 6 Mädels blind daten mit der Bachelor Roby. Okay, let's go. Ja, okay. Was meinst du mit Schickimicki? Meinst du so diese. Ja, wenn es warm ist, keine Ahnung, so, und so Sandalen oder keine Ahnung, so diese. Und bist du auch sein Fuß, Junge? Nein. Sei ehrlich. Okay, Leute, wenn wir schon mal die Schuhe anschauen, dann bin ich euch ehrlich. So vom Style her finde ich so die schon echt brutal, Mann. So schwarze Campus, okay, normal graue Baggy Jeans, sieht einfach geil aus, so geisteskrank. Die anderen so, okay, einfach. Nein, ich schwöre auf alles. Nein, ich schwöre nicht. Einer wird aber gerade nervös, wenn man über Füße redet. Sehr wichtig. Sagst du, du hast Plan von Mode? Also Mode juckt mich nicht so krass, aber ich ziehe mich halt einfach an wie so Leute, die ich mag. So wie zum, also ich kann jetzt nicht leaken, weil dann wissen die Antworten auf andere Fragen. Mhm. Auf jeden Fall einfach so, wie ich finde, dass es gut aussieht. Und ja. Geil, Bruder. Das ist diese custom dicke Schnürsenkel. Ja, die habe ich zugeschickt bekommen. Shoutout an die. Das sind so Vans. Aber so besondere und dann dazu haben die noch diese dicke Laces, finde ich cool. Ich check das, ich fühle das auch ein bisschen. Ich fühle das null. Geil. Ich finde, das sieht einfach so scheiße aus. Keine Ahnung, du hast Fragen mitgebracht? Ich check Leute auch gar nicht. Ja, ja, ich check einfach diese Leute nicht, die Fragen. Also, was ist das, Mann? Ich schwör's euch. Guckt euch das mal an. Jetzt mal im Ernst, okay? Was hat das jetzt irgendwie mit Style zu tun? Das ist einfach so ein fette Schnürsenkel, was deinen Schuh so hässlich aussehen lässt. Es gibt so schöne Schuhe, die man einfach so lassen kann, wie sie sind. Und da gibt es Leute, die laufen wirklich so rum und das ist so ein Trend, den werde ich einfach nicht verstehen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich so einfach so, was Klamotten angeht, so mich sehr schlicht anziehe. Also ich übertreibe nicht. Klar, ich habe meinen eigenen Style, ich trage auch gerne Oversize und so. Aber das ist schon zu viel, Mann. Viel zu viel. Ich werde diese Menschen niemals verstehen. Wahrscheinlich sind das so Menschen, die vor dem Schlafen gehen irgendwie noch 3 Rückwärtssaltos machen und keine Ahnung, Digga, ich weiß nicht. Haben die noch diese dicke Laces, finde ich cool. Ich check das, ich fühle das auch ein bisschen, das sieht cool aus. Geil, dann, keine Ahnung, du hast Fragen mitgebracht? Ja, ich habe auf jeden Fall. Ich hoffe, die knallen rein. Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal so eine leichte Frage, so. Was hört ihr für Musik, was für Musikgeschmack oder was für Lieblingsfilm? Er ist so nervös, ne, das ist so witzig irgendwie. Weil in seinen Videos, die haben mir gezeigt, er war ja voll mit den Mädels und so. Auf einmal so, ich bin nervös und so. Und dann schaut er so immer so mal rüber zu dem anderen. Slapp dir. Wichtige Frage, die muss man einmal abchecken. Wir fangen an bei Nummer 1. Ich höre am meisten Rap, also hauptsächlich Deutschrap. Mhm. Sag mal ein paar Namen. Jazzy. Breezy, Luciano, ja, genau. Also Mainstream so. Nummer 2? Ja, also ich höre eigentlich viel gemischt, aber vor allem auch Deutschrap, Luciano oder Yazeek hatte ich auch mal eine Phase. Yazeeek ist crazy. Ansonsten Digga, auch. Yazeeek, Bro. Seit wann heißt der Yazeeek? Ich dachte immer, der ist Jazzik. Oder? Warte. Wie hieß der nochmal? Jazzeek, oder? Oder Yazeek? Auch keine, öfter mal keine einfach Ahnung, Chris Mann. Brown oder Drake. Okay, ja, okay. Ja. Ich check, du bist auf diese Bedroom-Musik. Ein bisschen. Mhm. Sie ist freaky, Chat. Sie ist Nummer crazy. Nummer 3? Ich höre auch gemischt. So Chris Brown, aber finde ich. Was heißt gemischt? Ihr müsst mir das einmal kurz erläutern. Hörst du auch Schlager? Ja, wenn es auch nach Malle geht, dann ja. Okay. Wie oft bist du in Malle am Jahr? Einmal. Jedes Jahr safe? Nein, ich habe erst vor 2 Jahren. Das ist der Punkt. Ich habe erst 2 Jahren angefangen, mich rum zu. Den umfangreichsten Fahrzeug. Ja. Angefangen. Vor 2 Jahren angefangen, als wäre das so ein Dings, eine Sportart. Ich gehe erst seit 2 Jahren, Malle. Okay, Nummer 4. Okay. Achso, nee, du warst noch nicht fertig, sorry. Was hörst du noch? Ein bisschen Techno höre ich habe eine Frage an Malle, Girl. Ja? So, wenn wir so theoretisch zusammen wären oder Kennenlernphase, würdest du alleine nach Malle fliegen? Ja. Was? Bist du so, lässt deine Frau nicht alleine im Urlaub? Das ist crazy, Malle. Also wenn du mitkommen würdest, wäre natürlich auch perfekt. Ja, aber ich meine so, wenn ich sage, nee, ich habe keinen Bock drauf, wir gehen woanders und dann, nee, ich will Malle. Am Ende des Tages, Malle geht man halt wirklich nur mit seiner Freundesgruppe und man geht einfach nur saufen. Ja, ne? Deswegen, ja. Genau so ist das halt, ne? Und wenn du eine Freundin hast, du kannst ja nicht mit deiner Freundin nach Malle gehen, weil es gibt doch 10-mal schönere Orte, um Urlaub zu machen. Und im Endeffekt so, wenn deine Freundin aber so mit ihren Freundinnen nach Malle gehen will, wenn du mit ihnen in einer Beziehung bist, so, dann renn, aber so schnell du kannst einfach. Das, sowas geht nicht. Also je nachdem, wo in Mallorca du dich aufhältst, aber wir reden ja gerade schon über den Ballermann. Mhm. Aber gut, sag uns gerne noch, was du sonst noch für Musik hörst. Techno höre ich noch. Damn. Das ist krass. Das ist krass. Okay, ist Nummer 4. Ja, also crazy, ich höre echt wirklich alles, was es so gibt. Ich studiere ja Musik und Du studierst? Man kann Musik studieren mittlerweile.
Krass, Alter, das wusste ich gar nicht. Sehr heftig. Ja, so, sie hat auf jeden Fall eine schöne Stimme. So. Ich finde so Stimme bei Frau ist krass wichtig, ehrlich. So, das macht schon viel aus, Mann. Musik. Ja, mit Hauptfach Horn. Das heißt, ich Hauptfach höre Ohren? Horn. Ah, Horn, okay. Was bedeutet Hauptfach Ohren? Das, Horn. Das so den hier so. Ding, 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 ding. Ja, das ist das Instrument, steht halt im Vordergrund. Das heißt, ich höre halt auch teilweise klassisch. Mhm. Höre aber auch Deutschrap und Techno. Und das klassisch, Deutschrap und Techno ist crazy. Das kommt halt auf meine, das ist crazy, Bro. Das ist crazy. Klassisch, Deutschrap, Techno. Nein, Leute, ich sag euch ehrlich, nicht, dass ihr denkt, dass ich mich manchmal über die Leute lustig mache. Ich bin einfach so ein bisschen, mein Kopf ist manchmal einfach zu stumpf und so. Ne? Also kein böses Blut mit niemandem. Du musst jetzt auch noch kurz erklären, wann du welche Mut hast. Wann hast du die Mut klassisch? Beim Putzen, Aufräumen, diesen? Nee, also so vielleicht in der Bahn. Shadow, der Frauenfeind, direkt putzen, denke ich. Nein, ich meine, du weißt, diesen Samstagnachmittag meine ich damit. Ja, ja, so klassisch höre ich eher so in der Bahn, weil es einfach, weil man sich auch ein bisschen konzentrieren muss beim Anhören. Mhm. Und den, also Rest halt dann so beim Putzen oder irgendwie, wenn ich in der Stadt bin. Take so beim Putzen, so, ne? Abwasch, 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 Abwasch. Boah, Stefan, du kommst nach Hause und deine Frau ist so komplett am Abgehen, am Techno machen. Das ist crazy, Bro. Mhm. Ah, ist krank. Aber weißt du, was mir bei ihr aufgefallen ist? Weiß nicht, ob sie die aufgefallen ist. Ruhiger. Ist. Nee, sie hat eine sehr schöne Stimme. Oh. Ja, sie hat eine sehr angenehme Stimme, so Podcast-Stimme, ich sag ehrlich. Was habe ich gesagt? Naja, ist was gut. Hab ich gesagt? Nummer 5? Also ich höre alles. Also ich höre gerne Rap, ich höre gerne Deutschrap. Ich höre auch gerne so diese All-Time-Favorites, sag ich mal. Was hörst du amerikanischen Rap so für Künstler? Drake, Chris Brown. Okay. Ja, so diese Basic. Ja. Und so Deutschrap höre ich gerne auch Jay-Z. Luciano. Kann sein, dass jede Frau auf diesem Planeten Jazik hört. Ey, kann jemand. Jazik oder Jazik? Jazik, ey. Jazik kennst du auch gerne. Ich schwöre, ich hab echt, das macht meinen Kopf gerade kaputt, Mann. Kennt ihr das? Es gibt so Wörter, ne? Wenn ihr die öfters in eurem Kopf wiederholt, wie zum Beispiel so Eier, 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 Eier. Und irgendwann hört sich das einfach komisch an. Und bei Jazik oder Jazik, das ist schon die ganze Zeit komisch, dieses Wort so. Oder dieser Name. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. So Jazik oder Jazik oder Jazik. Also bitte hilft mir, ich krieg Schaden. Und Dino heißt er. Wer? Ich glaube, den kennt man nicht so. Dino? Dino. Ist das ein Produzent oder ein Künstler? Singt der? Der rappt, ja. Ja, gut. Das waren die Antworten. Ja, okay, das waren also, die Antworten und du hast die Schuhe. Ich habe, also Schuhe sind mir wirklich tatsächlich egal, aber die besten finde ich Nummer 1, den Clean House, Nummer 2. Ich weiß nicht, was das für ein Design da an der Seite ist. Ich hoffe, kein Anime oder so. Okay, boah, ist okay, ist okay. Das ist diese Dragon Ball. 1, 2, cool. 4, nicht so meins. 3, auch nicht so wirklich meins. So fette Schuhe bei Mädchen so. 5 ist okay, aber... Er sagt fette Schuhe bei Mädchen. Legende, ich schwöre, ich liebe ihn. Besser. Aber ich gehe eher nach diesen Antworten so, weil Schuhe ist ja egal, kann man ja wechseln. Ja, stimmt, was haben wir? Auf ja. jeden Fall, ich will erstmal Nummer 3 rauskicken, weil ja? nicht so meins. Nein, die ist so meins, so, so diese Techno und so, diese fetten Schuhe. Was? Okay, Nummer 3, komm gerne einmal zu uns nach vorne. Boah, jetzt bin ich gespannt. Oh, du hast keine Bad. Okay, okay. Was okay. geht ab? Alles gut? Du ja, bist fresh, hi. Aber. Wie alt bist du? 22. 22? Ich habe eine 22 Tattoo einfach. Was wäre das? Oh, Jungs. Ich bin aber 20, ne? Oh. Aber irgendwann wird sie 23. Ja, irgendwann, dann mach ich Tattoo Neues einfach. Ich mag sie. Ja, ja. Bereust deine Entscheidung? Ja, die ist schon fresh, ja. Legende, Digga. Ich liebe ihn, Bro, ich schwöre. War ein bisschen groß, finde ich. Also, groß? Nicht ein bisschen echt? Groß. Ist okay, weil ich bin noch ein bisschen größer, aber ich mag schon 1,80 so. Ich mag schon so vielleicht einen halben Kopf kleiner oder so. Du darfst auch einmal ganz oberflächlich, einfach nur vom Was ist da eigentlich auf deinem Hals da so? Das ist so ein bisschen Spaß vorm Dreh. Nee, also wenn ich mich kratze, werde ich immer schon. Ah, okay. Oh, ich check. Sieht okay. ein bisschen aus wie Knutschflecken, ne? Also, ja, das sieht schon ein bisschen fresh aus. Ne? Er hat sie einfach in der ersten Runde rausgeschmissen, Digga, weil sie fette Schuhe hat. Wie kommst du da drauf, Mann? Und das war aber diese Verrückte mit Techno, Digga, beim Kochen so. Schon kommst du nach Hause und siehst deine Frau kochen und ey. Pff.
Ein bisschen. Okay. Aber es, du darfst einmal über ihn hier. Also er hat aber weiße Augen oder so. So krasse Augen auf jeden Fall. Ja. Boah, also du stehst mehr auf helle. Aber ein hübscher Mann auf jeden Fall. Ja. Nee. Würdest du mit ihm, wenn er dich jetzt auf der Straße anspricht, würdest du auf korrekt Kaffee trinken auf den? Ja. Ja. Kommt sympathisch. Sehr nett. Süß. Er freut sich. Ich weiß nicht, Mann, aber dieser Typ, der ist irgendwie so seine Art und so. Das macht mich einfach glücklich, wenn ich den... Gelächelt. Mein Junge. Okay, danke dir. Gerne. Runde 2. Oh, let's go, let's go, let's go. Jetzt bin ich gespannt. Okay, du darfst dich einmal umdrehen. Jetzt kann man schon ein bisschen was erkennen. Der erste hat sehr schöne Hände. Ich mag die Nägel sehr. Aber eigentlich haben alle Nägel gemacht, oder? Wie sieht's bei dir aus? Eure Hände, Leute. Wie sieht's bei dir nicht? Vier, sie muss auch Horn spielen. Vergiss das nicht. Ah, ich check. Ist ja nicht schlimm. Kannst du nicht mit diesen Nägeln kaputt, dann kratzt du dein Horn kaputt. Darf ich bewerten, welche die besten Hände haben? Normal, oder? Du, das ist dein Format. Mach, was okay, du willst. Okay, also. Du kannst auch anfassen. Nein, das ist crazy. Ist es zu viel? Ist es zu viel? Ah, sagst du Hände anfassen? Ich fasse die jetzt nicht an, Bro. Also Nummer 1 hat... Ich schwör, ich hätte direkt gemacht, man. So hier, erstmal auf süß-weiß, so nimmst du Hand, streichst ein bisschen drüber. Viele sagen, ich habe echt schöne Hände. Also die Mädels sagen, ey, Navas, du bist ein hübscher Mann mit schönen Händen. Danke euch, ich weiß zu schätzen. Ich gehe auch zu diesem Format, ich gehe dahin. Irgendwie, ich muss es schaffen, bei diesem Format mitzumachen. Leute, packt mich da rein. Irgendwie, wir müssen es schaffen, dass ich bei diesem Format mitmache. Ich will der neue Bachelor Roby sein. Ich will dahin einfach. Ich will es einfach. Komm schon. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. 10 aus 10, wirklich. 2 auch fresh, aber ich würde, glaube ich, mit 5 dann Platz 2, dann Platz 3, 2 und Platz 4, 4. Oh, ich finde bei 4 die Ringe und den Schmuck sehr geil, sehr stark. Du hast auf jeden Fall die Hosen jetzt noch. Ja, erzähl erst mal über die Hosen. Also eigentlich mag mehr so Girls, wie gesagt, die so girly sind, so ein bisschen enge Klamotten, solche Sachen. Ich schwöre, Nummer 1 ist krass, also ist fresh. Ja? Am freshesten, ja. Magst du diesen Baggy-Look? Nee, eigentlich nicht, aber irgendwie bei ihr sieht es fresh aus. Checkst du? Bro, du hast dich in die Hände verliebt. Kann das sein? Ich guck da nicht mehr hin. Auf jeden Fall. Okay, die Frage war, kennt ihr Club... Die macht ihre Hände weg. ...Besitzer? Das... Woher kommt zu einer Frage? Der macht doch immer TikToks darüber. Do you know who's a Club-Besitzer? And when your girl know Club-Besitzer, then you go running so fast you can einfach, you know? Sehr, wichtige Frage. Ja, wichtige, also wir können die Frage auch ein bisschen ausweiten. Kennt ihr Club-Besitzer oder so Veranstalter? Ihr kennt das System. Veranstalter, diese, ey, ich hab eine Party, du bist auf Gästeliste. Ja. Nummer 1? So wenn deine Chaya Club-Besitzer kennt, dann ist die eine dort. Nee, ich kenne keine Club-Besitzer. Er hat verkackt, Mann, er hat verkackt. Jetzt wissen wir, wer eine Bord ist. Okay, interessant. Wie findest du, also die Person, die diesen Spruch, der so diese TikTok-Sound kennst, ja, ne? Den du gerade gesagt hast. Ja. Kennst du auch die Person? Nee, leider nicht. Ehrlich nicht, ich kenne das nur von TikTok eigentlich. Also kennst du nur den Sound? Ah. Ja. Okay. Ja, weil, also der Typ, der ist ein bisschen Dings anders. Anderes Level. Den kenne ich nicht, nein. Naja, aber ich kann in dem mal irgendwann. Persönlich. Nummer 2? Nee, ich kenne leider keine Clubbesitzer. Leider? Also ich kenne keinen. Okay. Auch keine Veranstalter? Nee, gar nicht. Gehst du viel feiern? Momentan eher selten. Wie alt bist du? 23. Okay. Krass, okay. Nummer 4? Nein, also auf keinen Fall. Oha, Chedo bringt einfach die besten Girls hier. Nummer 5? Also ich kenne auch keine Clubbesitzer. Hat irgendjemand gelogen? Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Es ist fett gelogen von jeder Einzelnen. Alle kennen Clubbesitzer. Alle. 100%. Ich bin sicher, die kennen Clubbesitzer. So, sogar Mädels, die nicht feiern gehen, kennen Clubbesitzer. Einfach, weil wenn du an einen Club vorbeigehst, da ist ein Clubbesitzer, du kennst ihn einfach. Check dir, was ich meine. Ist das so? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bring hier nur ehrliche Frauen hin. Okay, ich verstehe. Ehrlich, ich verstehe. Hübsch. Gut aussehen. Werden die davor getestet oder was? Ja, die sind alle, die waren alle einmal mit 100% certificated. Essen vorher. Deshalb hatte die eine auch hier Knutschflecken. Ah, das haben crazy. Wir, das haben wir vorhin. Ah, das ist crazy. Das neue Samsung Galaxy S24. Ich war schon. Okay, ja, die Frage, ich sag dir ehrlich. Die aber ich sag euch mal eine Sache, ne? Ich hab alles verstanden, aber was ist das hier unten? Was soll das für ein Style sein? Weil das dasselbe auch hinten. Der läuft einfach noch mit Dings, Etikett von Klamotten rum.
antwortet, ja? Ja, eigentlich alle gut, alle gut. Aber ich weiß nicht, welche am ehesten gelogen hat. Ich glaube, ich muss nach Aussehen gehen dann, ne? Nicht unbedingt. Du kannst mir einmal erstmal erklären, warum hast du die Veranstalter kennen oder Clubbesitzer? Ja, das ist ganz würde ich sagen, dass sie so nicht so die kennen, weil die wirklich als Person mögen. Okay, wenn das deren Onkel ist oder so, alles gut. Aber wenn die auf andere Weise kennenlernen, dann sind die eher dafür kostenloser Alkohol und so. Und die sind eher offen für solche Geschichten, so, weißt du, was ich meine? So größere Sachen. Und ist auch nicht schlimm, so manchmal denke ich mir auch sowas. Aber wenn man sowas Ernsteres machen will, dann Ernsteres will ich eher so drauf gucken, dass ich nicht so viel feiern will oder so. Und wenn, dann mit mir halt. Okay, also dürfte deine Frau nicht alleine feiern gehen? Dürfen darf sie, aber ob ich das gut finde, ist ja was anderes. So. Nein, also, ich sag euch ganz offen und ehrlich, jetzt mal so meine Meinung einfach dazu. Es ist ein bisschen schwierig, wenn du in einer gesunden Beziehung bist, wo ihr beide glücklich seid, dass deine Freundin mit ihren Freundinnen feiern geht. Versteht ihr, was ich meine? Und ich meine jetzt nicht dieses Feiern mit zum Beispiel, die Freundin hat Geburtstag, die gehen mal irgendwo Skybar oder sowas, trinken da ein Glas Wein, feiern ein bisschen. So, weißt du, das finde ich ja noch in Ordnung. Aber dieses Feiern mit, die machen sich fertig, gehen um 0 Uhr in den Club, bleiben dann bis 4 Uhr, 4.30 Uhr, 3 Uhr dort und trinken dann noch. So, da denke ich mir halt so, hast du nichts Besseres zu tun in einer Beziehung, um einfach an Orten zu gehen, wo gefühlt nur Singles sind, wo Leute hingehen, die quasi frei leben möchten. Weißt du, was ich meine? Das ist zum Beispiel so meine Meinung dazu. Und wenn deine Frau das zum Beispiel macht, dann, Bruder, renn einfach, also wirklich renn einfach, weil wenn du schon bei dem Punkt bist, dass du zugelassen hast, hast du schon verkackt. Dann ansprechen, das wäre dann schon so ja, kritisch. Ja. Krass, okay. Weil Dings, am Ende des Tages ist das ja eigentlich rein der Theorie, so Vertrauen-Dings, mehr nicht, ja, ne? Hast du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht? Trust Issues, ja. Krass, okay. Ja gut, du kannst aber, wenn du willst, noch eine Frage stellen, okay, wenn du dich jetzt noch nicht entscheiden willst. Habt ihr schon mal einen Mann für Geld ausgenutzt? Und zwar Zugtickets bezahlt, er hat Hotel bezahlt, er hat Essen bezahlt, irgendwas davon, er hat Club-Eintritt bezahlt, Alkohol im Club euch ausgeben und ihr habt eure Frauen, wie sagt man das, Abilities ausgenutzt dafür und ist so angeflirtet. Ich check's komplett. Kann ich doch hier sitzen, kann ich da und da? Jetzt bin ich gespannt, ob hier ehrlich geantwortet wird. Weil wer jetzt sagt, ich habe das noch nie ausgenutzt, dass ich eine gut aussehende Frau bin, der lügt. Das ist meiner Meinung nach das ist eine Lüge. Aber ich bin gespannt auf die Antworten. Wir fangen mal bei 5 an. Zum Glück hast du so gesagt. Also ich, schwöre, zum Glück hat er so gesagt. Weil alle müssen jetzt so machen, jetzt wie er gesagt hat. Versteht ihr, was ich meine? Er hat gesagt, die lügen, wenn die das nicht so machen. Und er hat recht. Und den Typen noch wurde dafür nicht ausgenutzt. Das Einzige, wenn ich mir was ausgeben lasse, dann war das damals so von meinem Ex-Freund. Aber sonst zahle ich sehr gerne immer selber. Vom Ex-Freund? Also bist du mehr so 50-50, oder wie? Ja, genau. Halbzeit. Wenn wir zusammen wohnen würden, theoretisch, würdest du Hälfte der Miete zahlen, Hälfte essen, Hälfte so Sachen? Normal, so gehört sich das, finde ich. Okay. Okay, Nummer 4? Also eher so kleine Sachen beim Feiern dann irgendwie trinken oder irgendwie. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du es einfach so bekommst, weil die Bock haben, sondern dass du dich so einschleichst, so, ey, du bist ja süß und so, bla bla bla. Hast du sowas schon mal gebracht? Ja, aber selten. Okay. Wenigstens ehrlich. Okay. Nummer 2? Ja, so die meisten Typen sehen ja eigentlich immer ein und kommen dann an, aber ich nehme halt nie Drinks an, weil man weiß ja auch nie, ob der da mal was reinmacht oder so. Deswegen, da bin ich schon strikt und nehme nichts an. Schlaue Lisa. Und heißt du Lisa? Ja. Achso. Hä, woher weißt du das? Namen gemerkt. Nein, guck mal da. Was steht da? Boah. So, hast du dich nicht gewundert, warum er deinen Namen wusste? Nee, hast du nichts? Nee. Oh. Was haben wir da gerade gesehen? Ja, okay, man sieht nicht so krass, aber ihr wisst schon, was ich meine jetzt, ne? So dieser erste Blick und so, man muss nochmal genauer schauen. Spaß, nein, ey, das ist okay, krass. Ich war gerade so, hä? Und sonst außerhalb vom Feiern so irgendwie, keine Ahnung? Ich finde, das ist ein Geben und Nehmen. Wie? Also hast du schon mal einen Mann irgendwas ausgegeben, ich mein, oder wie? Ich dachte so jetzt in einer Beziehung so 50-50-mäßig, dass man, du gibst mal was zu essen aus, dann gibt die Frau mal was zu essen aus. Ich dachte, du meinst sowas. Okay. Easy. Und Nummer 1? Nee, ich auch noch nie. Also wenn man es jetzt auf den Club bezieht, ich gehe auch wirklich selten feiern und wenn, dann trinke ich auch nichts oder mal ganz wenig.
Und jetzt zum Beispiel bei meinem Ex-Freund, dann ja auch 50-50, einmal bezahlt der, dann zahlt der. Das ist crazy. Ob das alles hier stimmt, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, so, ich bin eher so ein Typ, der eh ausgibt, so, weil ich finde das einfach fresher, so altmodischer. Mhm. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass mein Girl dann auf mich hört und so wie altmodisch, okay, jetzt nicht mit Frauen schlagen oder so solche Sachen. Doch, Bro. Wie er so direkt da drauf kommt, so, ja, jetzt liegst du mit Frauen schlagen und so, er verteidigt sich schon direkt, weil der Bre hat bestimmt schon mal gemacht, ey. Altmodisch, ne? Ich glaube, das hat keiner gedacht. Ja, doch, glaub, du weißt. Jetzt wird er erwischt, Digga. In dem Moment, du weißt nicht, dass du da bist. Doch, auf jeden Fall. Ich kenne auch kranke Stories, wirklich diese Dubai-Stories und so, dass Frauen sich, also was heißt Frauen? Das sind Leute aus meinem Bekanntenkreis, die lassen sich nach Dubai einfliegen. Ja, viele. Von einem Dude. Instagram die müssen, also die lassen sich auch nicht das von dem fliegen, aber die sind einfach so auf chillig. Die chillen man weiß nicht, die sagen dir. Die sagen nein, aber man weiß nicht. Ich kenne auch Geschichten, so Frauen nehmen Kondom, drücken Sachen raus und tun sich rein und dann haben die für immer Leben gesorgt und das ist, solche Frauen gibt es auf jeden Fall auch und das bockt gar aber warum, nicht. Aber wie kommt denn gerade drauf, Digga? Kondom drehen um, drücken raus, tun sich rein, das war eine krank. Ich glaube, wir wissen alle, an was er gerade gedacht hat. Das ist diese Drake-Story. Erklärung. Okay, ja, hast du eine Entscheidung getroffen oder willst du noch eine hinterher schießen? Ich bin Nummer 4, weil die hat die Frage so ein bisschen schlechter beantwortet als die anderen, also meiner Meinung nach. Mhm. Und der Style gefällt mir am wenigsten. Okay, immerhin ehrlich. Okay. Nummer 4 darfst einmal zu uns nach vorne kommen. Oh, okay, jetzt ist geschaut. Ja, hi. Gut gemacht, Bro. Nein, also nichts gegen sie, ne? Freshes Mädchen und so, fresher Style, aber diese Zahnlücke, Bro, Digga, Haaland könnte so Dings Zahnlücke treffen mit Scharfschütze, weißt du? Kennst du mich? Okay. Das ist eine kranke Startfrage. Kennst du mich? Aber ich habe eine Frage an dich, ne? Ja. Ich muss jetzt reinscheißen. Ich habe gesehen, du bist vorhin mit so einem Koffer reingekommen. Mhm. Ist das dein Horn? Ja. Kannst du was vorspielen? Boah. Bitte. Bitte. Das ist jetzt die Bühne von deinem ganzen Studio. So, liebe Freunde, sie hat sich jetzt vorbereitet. Okay. Leicht eingespielt. Extra unten auf Klo, damit wir nichts hören. Wir haben es leicht gehört, ich bin ehrlich. Kannst du einfach zu uns kommen? Was willst du uns spielen? Ah, deswegen ist die Zahnlücke gut, ne? Fürs Hornspielen, glaube ich. Also hat sie das extra gemacht? Hat sie das extra operieren lassen? Weil, Bro, ihre Lippen sind zu. Dann kommt doch hier Luft nicht durch. Sie hat es einfach extra gemacht. Das war richtig geil. Ich schwöre, das war übel geil. Sie ist auf jeden Fall talentiert. Warte, das ist eine dumme Frage. Fragen dich safe viele. Darf ich mal ausprobieren? Ja. Boah, das riecht wie eine 50-Cent-Münze. Ja. Das ist ja richtig eklig. Halt. Boah, ich habe Angst, Bro. Ich sage ehrlich, ich habe Angst. 50-Cent-Münze. Das war krass. War das gut? Ja, das ist unnütz. Ich habe keine Lust mehr darauf. Jetzt weiter. Nächste Runde, der Vorhang bleibt so. Heißt, du musst mit Fragen überzeugen. Hast du uns weitere Fragen mitgebracht? Ja, ich habe auf jeden Fall eine Frage. Da werden ganz viele traurig sein drüber. Warum? Ich wollte euch mal fragen, habt ihr Beinhaare? Du meinst, ob die gerade rasiert sind? Ja, ob die immer so fresh kippen und so. Okay, Nummer 1? Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist immer alles super fresh. Also ich kann das gar nicht haben. Sehr gut. Genau, also ja. Kannst du denn ein bisschen von deinem Bein zeigen vielleicht? Was ist denn Baggy Jeans? Ich liebe ihn, ich schwöre, er ist einfach mein Herzmann. Er ist der Beste. Er fliegt so süß und so niedlich, Digga. Oh. Das ist jetzt der Beste, Digga. Achso. Ja. Ja, ist echt fresh. Deine Hände sind voll braun und deine Beine weiß. Wie funktioniert das? Bruder, den Trick nennt man Selbstbräuner. Die ist gut. Keine Beine habe, also finde ich gut. Nummer 2. Ja, ich waxe meine Haare immer, meine Beinhaare. Aber bei Waxen generell. Ist das Ding, dass du dann wartest, bis die so ein bisschen länger sind und dann wieder waxen. Das Bock nee, eigentlich immer direkt, wenn irgendwas da ist. Okay, dann ist gut. Machst du selbst? Meine Freunde machen das manchmal. Also meine Freundinnen, wir machen das gegenseitig manchmal. Meine Freunde machen das. Uff, das war ja die keine Gruppenzocke. War nur an den Beinen. Weil ich sag dir, ich habe auch überlegt, ob ich mit meinen Freunden. Nein! Gegenseitig doch, Bruder. Aber nur. Was? Ja. Nummer 5. Ich habe auch keine Beinhaare. Können wir mir einen neuen Job suchen? Boah, ich muss voll auf Klo, Mann. Ich schwöre, mein Bauch drückt voll durch. Okay. Bei 2 haben wir gar nicht gesehen. Du hast links kurz was austricksen.
Oh, Gut vorbereitet. Ich weiß euch, ne? Wie viel? Ich finde so Weine bei einer Frau so, wenn die so glatt sind und so, oder so allgemein die Haut, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Faktor bei mir, ne? Ich finde so, die Haut von der Frau muss echt so straff sein einfach. Kennt ihr so, wenn so wabbelig ist? Zum Beispiel so richtig wabbelig einfach? Mag ich nicht. Das muss so richtig straff gezogen sein und so. Aber jetzt auch nicht zu übertrieben straff. Zum Beispiel kennt ihr so diese Gym-Girls, die gehen so in Gym und machen so halt so... um krassen Ass und so zu bekommen. Bei denen ist halt so, das ist zu viel, weißt du, das ist so, so dann weißt du, der ist dann so, wie soll ich das genau erklären? Also, er muss einfach straff sein, fertig. Viel muss dein Mann verdienen, aber ehrlich sein, okay? Oh. Also, was ist eine Summe, die, wo ihr sagt, das ist clean, der Mann keep mich, ja, du der musst Mann sagen, ist da. So, was für ein Lifestyle wünschst du dir? Wünschst du dir eher so, normale Wohnung, oh, das wär krass. Haus, was für Money reden wir gerade? Nummer 1? Er sollte jetzt nicht am Existenzminimum leben, aber ich finde, er muss jetzt auch kein Großverdiener sein oder so, sofern alles stimmt und... Sag mal eine lockere Summe. So 2000 netto. Okay, Nummer 2? Also ich finde es jetzt nicht schlimmer, wenn er weniger verdienen würde, aber ich finde es halt auch gut, wenn man so auf dem gleichen Stand ist. Okay, eine Frage an dich. Du verdienst mehr als dein Mann. Verlierst du Respekt für ihn? Wegen so einer Sache nicht, nee. Sicher? Doch. Okay, und was für ein... Das hat man doch so direkt aus der Stimme gehört, Mann. Wenn du so ein Menschenkenner bist, dann checkst du, ob die Frauen gerade gelungen haben oder nicht so. Ein bisschen länger gebraucht, Detektivarbeit und so, ihr kennt mich. Du sagst, okay, lass mal da und da fliegen. Er sagt, ah, ich habe jetzt gar nichts mehr, so, dann musst du bezahlen. Wirst du nicht so ein bisschen ja, so... Ja, aus Liebe, aus Liebe macht man alles, also... Okay, ob das stimmt, okay. Doch, schon. Hast du direkt, Digga, okay. Okay, Nummer 5? Also ich finde, gerade ist das schwer zu sagen, aber später möchte ich schon, dass mein Mann auf jeden Fall gut verdient. Gerade sind halt viele in ihrer Ausbildung oder im Studium, aber ich stelle mir meine Zukunft schon mit so einem schönen Haus vor und ich arbeite auch an meiner Zukunft. Und deswegen denke ich, ich studiere Jura. Ja. Ich bin für 5 raus. Echt? Nein, Digga, die andere soll raus, Bruder. Was macht der da, Mann? Die zweite soll raus. Die erste und die letzte, die sieht, glaube ich, krass fresh aus. Schau mal, was für schöne Beine die hat so erstmal, ne? Und ich glaube, wenn sie sich umdreht, dann ist Schacht im Schicht. Ja, zu viel mit so, ja, ich bin Haus, ich bin... Ja. Hey, das ist auch irgendwo normal halt. Du musst es auch die Frau verstehen. Die hat so Ziele und so, sie will ein Haus haben, sie will, dass die Kinder dort aufwachsen. So, nicht jeder will sein Leben lang in einer Wohnung chillen halt. So, sorry, Bruder, ne, ich liebe dich, aber... Jetzt okay, Nummer 5. Ja. Darfst einmal nach vorne kommen? Ich sag dir jetzt schon mal. Boah, ich glaube, die ist krass, Digga. Ja, das ist ein sehr hübsches Mädchen. Dankeschön. Hallo. Ja, Hallo. Oh nein. Wie alt bist du? 20. Okay, wie heißt du? Digga, du hast auch so kranke Augen. Was haben die alle für Augen? Hä? Wir haben die gecastet? Auf haben jeden wir Fall nach hübsch. Augen gecastet? Auf jeden Fall hübsch. Danke. Ja, kann man sagen. Oh, er hat ein weinendes Auge, ja. Weinendes Auge. Er sagt viel Spaß mit Jura, Bruder, du hättest alles sagen. Okay. Ist er dein Type? Ich hab nicht so einen Type, aber sieht gut aus. Wie sah dein Ex-Freund aus? Hast du einen Ex-Freund? Ja, auch eher so ein bisschen dunkler. Von den Haaren, Augen. Danke dir fürs Mitmachen. Gerne. Das. Ah, Digga, schau, er zieht jetzt Brille an. Okay, darfst du einmal umdrehen? Wir sehen die kompletten Outfits. Hä? Wir sehen er hat ja richtig schlecht gemacht. Wieso zieht er Brille an und Kapuze auf, Mann? Er übertreibt, Mann. Die Handys, die haben sogar ihre Handys. Was hast du mit? Oh, guck mal, das. Nein! Du siehst anders aus. Ja, Look geändert auf kurz. Bist du behindert, Digga? Bruder, warum hast du dich nicht komplett umgedreht? Erstmal Dix Porsche auf Opel umgezogen. Warum ziehst du Brille an und machst Kapuze? Jetzt sieht aus wie ein Penner. Das ja, wollte hier das nicht. Das hatten wir noch nie. Ja, sag mal was zu den Outfits. Was sagst du? Also ich habe ja gesagt, erste hat besten Outfit, aber ich ende auf Nummer 2. Die hat beste Outfit okay. Auf jeden Fall. Ja? Warum? Er ändert. Das fällt dir auf? Irgendwie geil aus, so diese Rot und so, nicht so gebräunt. Und die erste hat mich gecatfischt bei der Bräune. Also ich bin jetzt traurig, deswegen. Der Arme und die Arme. Nummer 2, ist das bei dir echt, also Urlaubsbräune oder Selbstbräuner? Oh, bei der anderen, man sieht, wie die aussieht. Ah. Bei der anderen, die hat sich selber gelegt, schau mal. Nummer 2. Da ist doch so ihr Bild von ihr. Oh, okay. Macht sie so diese Filme, ne? Schaut mal. Der Junge sieht jetzt, wie sie aussieht.
bevor er eigentlich wissen dürfte, wie sie aussieht. So hat sie das gerade extra gemacht. Jetzt bin ich gespannt, weil auf dem Foto sieht sie gar nicht mal so schlecht aus. Und es könnte sein, dass er jetzt denkt, okay, die sieht gut aus, ich nehme die andere raus. Ist das bei dir echt, also Urlaubsbräune oder Selbstbräuner? Also ich bin halb Italienerin, ich habe so ein bisschen Bräune von meiner Mutter. Kannst du Italienisch? Das fragen alle leider nicht so gut. Also ich kann viel verstehen, aber sprechen halt nicht so. Aber die sieht nicht gut aus, ich schwöre. So viel. Mhm. Also sagst du, Nummer 2 hatte ich jetzt outfit-technisch. Hast du Glitzer? Bro, ich weiß, ich mag so ihr Gesicht und so irgendwie nicht. Das ist viel zu viel Blondie einfach. Dahin geschmiert? Ja, so dieses Spray. Krass. Das ist krass, okay, vor, wir würden uns ein bisschen Glitzer am Bart machen, Bro. Nee. Auf Lock. Nee. Okay, hast du eine Frage mitgebracht? Könnt ihr einen Spin machen? Die Frage ist, wofür? Ja, damit ich dein Outfit angucke. Wenn du auch einen machst? Ja, okay, komm. Ich mache einen Spin, okay? Okay. Ach so, ich dachte, dieser Spin ist irgendwie sowas, so auf den. Nein. Ich dachte Rückwärtssalto, Bruder. Aktivität. Okay, also wir können uns drehen. Ja, 3, 2, 1, go. Okay. Das Ding killt mich jedes Mal. Okay, und die Frage war, schreibt ihr gerade mit irgendwelchen Jungs, WhatsApp, Insta, Snap, snappt ihr mit denen, sag mal. Nummer 1? Nur mit guten Freunden halt. Also hast du Jungsfreunde? Ja. Mhm. Okay. Und denkst du, die wollen nichts mit dir haben? Nee. Sicher? Ja, ich kenne die. Wie wär's mal mit, du rufst einen an und du stellst jemanden so eine Frage, sagst du, so, yo, ich bin gerade am Chillen, lass mal treffen und so, vielleicht bei mir und so. Würdest du es machen? Ich würde es machen. Ja, mach mal. Ja, weil Mädchen sagen so dumme Sachen. Die sagen so, ja, wir kuscheln und so mit meinem besten Freund, das ist ja nicht schlimm und so, wir machen nichts, so, weißt du, was ich meine? Deswegen. Bist du Feminist? Ja, ich bin ein Feminist. Ja? Ein Feminist. Mit dem F hoch. Nein, ruf an und sag so mäßig, ich denke in letzter Zeit irgendwie oft an dich und so, aber so auf Ernst und so. Und dann guck, wie der reagiert. Das ist gut. Ja, das ist gut. Aber sag, was aber, wenn der Typ weiß, dass sie in diesem Format mitspielt, dann ist es so ein bisschen tück, tück. Ups. Nicht aber erste musst, Satz. Das muss süß sein, so. Hi, Ole. Hi. Hast du gerade kurz Zeit zu reden? Ja. Boah, ich denke irgendwie in letzter Zeit voll oft an dich und mich und uns. Und ich weiß nicht, ich glaube, so, ich habe da ein paar Feelings entwickelt, so. Ich weiß nicht. Ich wollte das einfach mal. Wahrscheinlich. Ja, okay. Was hast du getrunken, Inga? Alles gut, wir sprechen nachher, ja? Ja, hä? Ja, okay, alles klar, ne? Ja, ciao, ciao. Ciao. Ich sag, hätte sie ich weitergemacht. Würde, ja. Hätte sie weitergemacht. Der war so glücklich. Warum war der so glücklich? Das ist crazy. Der hat fast einen Unfall gebaut. Das ist insane. Der sagt, oh, was? Wahrscheinlich. Ich mach auch so mäßig. Ich mach weiter. Sie so, okay, ciao. Ich hab das gedeutet, als ob ich auflegen soll. Ruf nochmal an und sag so jetzt, nein, wirklich Spaß beiseite. Auf ich will das rausfinden. Sag, lass heute Abend bitte darüber reden. Sag echt. Spaß beiseite. Ich mein's wirklich ernst und so. Ja. Ey, Ole, aber wirklich Spaß beiseite, können wir mal vielleicht heute Abend reden oder so? Worüber denn? Ja, über uns. Vielleicht mal. Ja, also. Hey, Spieler 1, also, bist du bereit für das hier? Es ist spannend, das ist so spannend. Kann man hinbekommen. Wo bist du? Ich dachte, du bist in Köln. Nee, ich bin doch nicht gefahren. Nee, warum das denn? Nee, mir ging's nicht so gut. Okay. Ja. Ah, ja, okay, ja. Safe kann man heute Abend starten. Okay. Jo, alles klar, ne? Ciao. Okay. Er sagt, wir können safe mal starten, Digga. Der Ole, Bruder. Kennt ihr diese Videos, wo she is alone home at home and I speed up to her? Genau so ein Video. Ja, was hab ich gesagt? Ja, aber nein, das ist was anderes. Das ist mein bester Freund, der kommt auch so vorbei. Hold on! Man kann was starten und so glücklich was. Nein, wirklich. Na. Ich gebe ihm schon recht. Also, er war schon sehr so, ja, reden über nein, uns. Ist ja, so. Ja, safe, doch, können wir machen. Egal, so. Cedo und ich werden veranstalten, dass sie sich wirklich treffen mit Kameras und werden dann reinkommen und sagen, Prank. Ach, Mann. Okay, warte. Okay, um die Frage. Ich sag 100%, er würde. 100%. Ist ja am Ende des Tages nicht unser, also nicht unsere Sache so, ne? Also am Ende des Tages, was, hast du Snapchat? Ja, ne? Ja. Zeig mal deinen Snapscore. Der ist nicht so hoch. Nummer 2 hast du auch Snapchat, ne? Ja, also ich auch. Das ist voll krass wichtig.
Ja, bitte. 746.000? Das ist hoch. Ich habe Freunde, die haben 3 Millionen, deswegen, also. Ja. Ich habe 5. Also hast du Ho-Freunde, oder wie? Ho-Freunde, okay, ich hab 5. Ich liebe seine direkte Art, Digga. Hast du Ho-Freunde, oder was? 1000, Bro? Ich hab 100.000 oder so. Zeig mal deine Timeline, wie viele Snaps du so unbeantwortet hast. Alter, boah, krass. Das ist crazy. Das ist echt viel. Krass. Wofür hast du diese ganzen Jungs da? Was machst du mit denen? Das sind halt echt eine Freunde. Ich habe halt wirklich echt fast ein Mädchen da. So viele Freunde hast du, oder was? Nummer 2, was sagst du zu der Frage so? Er ist eine Legende, Bro. Boah, aber ich finde, die ist nicht... Ich bin euch ehrlich, der hat die hübschesten schon ausgewählt. Also ich muss schon sagen, mich schreiben halt öfter welche an, aber da gehe ich halt eigentlich nie drauf ein. Okay, hast du Jungsfreunde? Ich habe einen gay best friend. Also ist der sicher ist gay? 100.000% gay. Wie er alles in Frage stellt, Digga. So eine Legende. Diese Absicherung die ganze Zeit. Ist der 100%? Also wirklich. For real. Was soll den anrufen? Okay, theoretisch, wenn wir irgendwann mal zusammen wären, so, würdet ihr mal so ein Dreier starten, aber nur mit einem Girl. Hä? Du bist wirklich Feminist. Okay, Nummer 1. Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich finde so, wenn man zusammen ist, dann sollte man auch bei dem Partner bleiben. War das Nummer 1 oder 2? 1. Okay. Nummer 2? Ich meine, er hat sich ja gerade schon geoutet, dass er das machen würde mit einem Mädchen, aber ich werde auch komplett raus. Walla Krise. Also beim Dreier generell. Wenn man in einer Beziehung ist, auf jeden Fall nicht. Okay, und wie wäre es mit einer offenen Beziehung, obwohl ich nicht bei euch so akzeptieren würde auf die offene Seite? Boah, wie geht der raus? Bro, du bist so eine Red Flag, das ist krank. Du bist so eine kranke Red Flag. Okay, offene Beziehung, Nummer 1. Ich finde, das sollte jeder handhaben, wie er möchte, aber für mich wäre das auf jeden Fall gar nichts. Also ich finde, entweder man ist Single oder man ist vergeben so. Also für ja, Mann, da hat's schon recht auf jeden Fall. Okay, Nummer 2? Nee, also für mich auch nicht. Gar nicht. Ja, okay, echt? Ich glaube, ich würde Nummer... Kann ich Nummer 1 ohne Jacke sehen? Ich bin raus, Leute, ich bin raus. Ich glaube, ich nehme Nummer 1, also gewinnt. Nummer 1? Also Nummer 2 raus. Nummer 2 darfst du uns noch... Ja, er ist so cool. Vorne kommen? Ich habe so Angst, dass ich Nummer 2 kenne oder so. Vielleicht hast okay, du doch sie nicht, doch nicht, doch nicht, okay, gut. Also, was geht? Ja, ja. Oh was ja, ich immer, er kennt sie so, ja. Wir hatten mal was und, ja, weißt du noch dies, das, Ananas? 29. Wie heißt du? Lisa. Hast du ja gerade gelesen. Stimmt. Wie findest du ihn? Rein oberflächlich. Würdest du sagen, so, ich bin zu klein, so? Also, ich liebe Locken, okay. Aber wir sind schon ein bisschen fast gleich groß, oder? Mhm. Bevor ich hier geclownt werde, wir sind keine Zwerge, okay, bitte. Also, wie groß bist du? 1,80. 1,84 ist er, ich bin so 1,92. So. Ja, sowas. Also, alles im Grünen. Du bist so 1,72. Ja. Ah. Cap! Ja, wie? Doch, sie ist 1,72. Hol mal bitte ein Ding raus. Danke dir fürs... Geil. Hey, warte, er ist doch niemals 1,90, echt? Gut machen. Danke, okay, ciao. Ah, okay. Finale. Okay, was machen wir jetzt? Kommt die hier runter? Oder? Du kannst entscheiden, wie dein Finale aussieht. Weil jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich krass gespannt. Ja, er stand schon die ganze Zeit auf dich. Ich wusste, Mann. Ich also muss geht mal das jetzt weiter, oder wie? Okay, dann kommen wir los. die ist krass. Bro, was sagst du so? Wir sind gleich. Nein, du bist sogar größer als ich. Na, das ist crazy. Das war ein Setup. Warum holst du größere Mädchen? Das geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Wie alt bist du? Ich bin 21 und du? 20. Ja, ich bin zufrieden, soll man sagen. Wie findest du mich? Das ist ein sehr schönes Gesicht. Ich mag deine Haare auch, die Frisur, die ist sehr. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Mann. Ich schwöre, die mit den weißen Klamotten, die war einfach die fresheste von allen. Ich schwöre, die war zu krass. Fresh. Dankeschön. Und zeig mal deinen Zahn. Zeig mal in die Kamera. Die hat so Steine. Machst du die selber? Ich arbeite beim Zahnarzt. Du arbeitest beim Zahnarzt, okay. Green Flag. Kannst du mir Veneers machen? Ist teuer, ne? Ja, und? Wenn man Veneers will. Wie fandest du seine Aussagen, Antworten? Ja. Eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Also ich hab mir jetzt nichts im Kopf geblieben, was... Sogar ich bin überrascht. Ich so, okay. Also ich sag mal so, jetzt halt so, ich bin ehrlich, ne? Die wäre jetzt gar nicht mein Typ. So, da fand ich halt die mit den weißen Klamotten schon viel fresher, ich schwöre, die sah viel krass aus. Warte, der hat sie hier rausgewählt, ne, schaut mal.
Der hat einfach. Warte, nicht sie. Wo ist die? Mein Gott. Ah, hier. Bro, die sah schon viel fresher aus, Bro. Das kannst du gar nicht vergleichen. Gecastet. Auf jeden Fall hübsch. Halt, schau mal, jetzt mal so auch so von einfach Körpersprache und so alles Mögliche. Ja. So viel fresher. Er hat einfach am Anfang direkt eine rausgeschmissen, ne? Ist er dein Teil? War auch geisteskrank fresh. Die da, ne? Boah, die war so auch krass. Ja, die war auch echt krass. So. Du darfst auch einmal. Der Bruder hat einfach die schönsten Frauen von Anfang an rausgewählt, um am Ende bei ihr zu landen einfach. Hast du Abitur, ja, oder? Nein. Fachabi? Ja. Du meinst gerade, ich wirke schlau, ich habe Abitur. Hä? Bin ich hin. Wie groß ja, okay, sind die alle ich, denn? Bin das ist die komisch, irgendwie, die sind alle so groß. Willst du mit ihm auf ein Date gehen, in real life? Doch, warum nicht? Ja? Guck mal, diese Größe ist nur eine, das ist nur eine Größe. Aber was, wenn ich sie hochheben will? Warum willst du sie denn hochheben? Ich so, ich mag so trainieren mit Körper. Wie? Pass, Junge. Ja, keine Ahnung, ja, dann tausch Nummern aus, oder? Nummern austauschen. Ich gehe auf Insta lieber. Insta? Ja, ich gebe nicht so gerne meine Nummer aus. Sie hat falsch Insta gekauft. Sie ist direkt gefolgt. Boah, direkt sie ist direkt gefolgt. Ich bin einfach ihr Nummer 1 Fan. Er ist direkt wieder entfolgt, Leute. Warte, wir gucken, ob sie Ding ist. Catfish. Muss man checken, Chat. Eigentlich. Bro, er ist so geil. Nicht. Er sieht aus wie echt. Okay. Gute Rezension. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend in Köln. Okay. War eine sehr coole Folge. Danke fürs Mitmachen. An alle da draußen. Man munkelt. Nach der Folge, wo die zu Ende gedreht haben, hat er diese anderen geschrieben. Freunde, checkt die Links in der Beschreibung aus. Dort findet ihr alle wunderhübschen Mädels verlinkt. Aber auch ihn natürlich. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie die Folge fandet. Und schaut natürlich auch bei seinem Twitch vorbei. Ey, ich schwöre, geht alle bei ihm vorbei und schreibt dran, Natus. Ich will da mitmachen. Ich schwöre, ich wäre krasser Kandidat dafür. Ja, Mann, yo. Patz. Geil. Leute, checkt den Bre ab. Der hat ein richtig geiles Format gemacht und so. Feier ich. Lass sehr gerne Liebe da und so. Ich küsse euer Herz. Bis dann. Tschüssi.